Dann würde ich nämlich Start drücken. Aber ich glaube, ihr seht immer, wenn ich irgendwas auswähle, potenziell. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Dann müsst ihr halt einfach weggucken. Es sind nur Custom Words, es sind nur Pokémon-Namen. Also von dem her, das kriegen wir, denke ich, schon hin. Ja, okay, das schaut gut aus. So. Okay, was zum Teufel ist das? Ich mag es, wie Leute schon. Okay. Schade. Deutsch oder Englisch? Oh, das müsste alles Deutsch sein. Da ist wohl jemand rausgefallen. Es sind alles deutsche Sachen. Das war weird. Aber okay. Machen wir mit Farbe? Ja, wir machen erstmal mit Farbe und dann später können wir. Oh, ich habe keine Ahnung, ob der. Jawohl, ob der so geschrieben wird. Nice. Sehr, sehr gut. Ich meine, ihr seht ja auch, was ich hier eintippe. Also von dem her ist das, glaube ich. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich dachte erst, das wären so die Flügel von Galazapdos oder so gewesen. Und deshalb war ich so, habe abgeguckt, gibt es irgendeinen Bindestrich oder sowas? Aber nee, da war kein Bindestrich dabei. Da war definitiv kein Bindestrich an der Stelle dabei. Hariyama. Als ob Jerry das nicht erkannt hat. Willst du mich verarschen? Hariyama, aber auch wild. Fusion mit Snorlax, echt so ein bisschen. 10. Wir haben was Graues. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist viel zu kurz. Ah nein, L. L? Wie habt ihr das schon gegessen? Hä? Ah! Es ist der hier. Nicht? Wie schreibt man den? Oh mein Gott, ich habe Klick die Klack mit CK geschrieben. Oh mein Gott, als ob ich auf den nicht gekommen bin. Das war ein bisschen unangenehm. Das war ein bisschen unangenehm. Ich dachte nämlich auch erst eine Schneeflocke. Ich habe erst gar nicht realisiert, was das ist. Ja, macht euch keinen Kopf. Während dem Raten gucke ich eh nicht wirklich in den Chat. Das habe ich gerade gar nicht geblickt, muss ich sagen. Ach so, oh mein Gott. Hat nicht irgendjemand. Ich dachte, das hätte schon jemand. Oh, Jerry hat Flunkiefer falsch geschrieben, der Idiot. Und ich dachte mir schon so, hä, das hat doch jemand geschrieben. Oh my goodness. Alter, will Jerry mich eigentlich verarschen? Trollt der da gerade? Der trollt doch, oder? Der trollt doch, das könnt ihr mir nicht erzählen, der trollt doch. Seht ihr, was der da die ganze Zeit fabriziert? Der trollt doch, das könnt ihr mir nicht erzählen. Das ist doch ein Troll. Das ist doch ein Troll. Ich bin nur Siebter. Scheiße, bin ich schlecht. Das könnte er hier sein. Was? Das ist er nicht? Das ist er hier? Ah, er hat die falsche Farbe ausgewählt. Oder er wollte uns absichtlich verarschen. Das kann natürlich auch sein. Ein bisschen Trollololololol rein in die Masse. Sehe ich schon, dass man das auch machen kann. Das sehe ich schon, dass man das auch machen kann. Ja, ich sag so ein bisschen andere verarschen, finde ich auch gut. Finde ich ein gutes Ding. Das gefällt mir schon mal. Das finde ich ist eine witzige Sache. Boah, ich merke auch gerade, die Runden werden ja auch super lang gehen, wenn wir relativ viele Leute auch dabei sind. Was soll denn das werden? Das hier oder das hier? Oh nein.
Ja, aber welcher denn? Der hier? Ich bin gerade zu blöd für den Vogel. Ah, ist es der hier? Nee. Oh mein Gott, er hier, oder? Oh mein... Boah, hat das jetzt gerade lange gedauert. Boah, ich bin gerade jede Gen mal durchgegangen, ne? Ich bin so bei Pidoof und der Reihe gerade auch ein bisschen hängen geblieben. Deshalb war ich gerade so, hä? Und Datiri hatte ich ja auch einmal eingetippt und dachte mir so, what the hell? Ah, okay, so geht's. Der hier vielleicht? Ne, das ist der hier. Was? Wieder verarscht? Meint der gerade das Fossil? Das ist er hier? Was? M? Ah, ist es er hier? Okay, ach du Scheiße, aber ja, ich verstehe, warum er es so gemalt hat, ja. Eieieiei. Das habe ich, glaube ich, im ersten Moment auch gar nicht geschnallt. I see, I see, I see. WB Flo, geile Ofenfrische Chill. Jetzt im Ofen für heute Abend einen geilen Waldi mitgenommen. Was ist ein geiler Waldi, was? Das klingt wie Waldmeister. Deshalb, what the hell? Uiuiui. Uiuiuiui. Wer ist er denn? Ah. Wer ist er? Was? Er ist er nicht? Er? Ach so. Er. Oh mein Gott. Er also. Oh mein Gott! Ja, ich verstehe. Nee, also es ist tendenziell nicht so. Ich finde, das ist ein schwieriges Mon gewesen, was er sich ausgesucht hat. Deshalb, ich finde die Zeichnung nicht so kacke. Einen geilen Hund mit nach Hause genommen. Waldmeisterlikör. Alkohol. Sauer Jerry disliked the drawing. Ich bin sehr gespannt, was Sauer Jerry zeichnen wird. Ach du Scheiße. Bin rausgeflogen. Oh, das tut mir leid, aber es hat dich niemand prinzipiell rausgeworfen oder so. Ich denke, also ich finde, man konnte es ja. Also ich meine, die meisten haben es ja erkannt. Nee. Hä? Bin ich doof? Wer ist das? Hä? Ach, warte, das ist... Oh! Ja, ich bin so bei Dings hängen geblieben. Ich hing bei, wie heißt's? Bei Alola. Bis ich gemerkt habe, Alola hat auch 5 Buchstaben, nicht wie Mega. Und war so bei... Was für eine Alola-Form ist das? Der kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Wackel. Das war's? Das ist die Zeichnung? Ah, okay. Ja, hätte man glaube ich untenrum ein bisschen runter machen können und noch diesen Klecks oben machen können. Oh, die deutschen Namen aber. Beziehungsweise ich wäre da fast. Jetzt schaut es langsam aus wie ein Toastbrot. Braucht jemand einen Toast? Wir haben hier einen Toaster gerade am Start. Also falls jemand Bock auf Milchintoleranz. Bernd das Brot. Wie viele Punkte habe ich eigentlich gerade? 4. bin ich inzwischen.
Alter, Fabian mit 3-9 vorne. Power Pika mit 3-7. Ich bin ja so weit weg. Sieht ein bisschen aus wie Hello Kitty, ja. Ich kenne nur noch die englischen Namen von Pokémon. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Na, wobei, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Rot. Hä? Was? Ah! Das soll das sein. Okay, oh, ja, doch, finde ich stark. Finde ich stark gemacht. Das finde ich stark, nicht das Mon direkt gezeichnet, sondern so ein bisschen. Nee, hier kein Dislike. Ich finde das voll cool gemacht. Von der Idee. Ja, finde ich das gut umgesetzt, muss ich sagen, dass das Wutpilz ist. Ich wäre jetzt nicht direkt drauf gekommen, dass der mit Wut geschrieben wird, aber finde ich sehr gut, muss ich sagen. Also ich finde das nice. Ha? Wer bist du denn? Ach so, muss es nicht er sein? Nee, aber es stand ja schon da. Es muss ja ein Mega-Pokémon sein, oder nicht? Nee, nix schreiben. Ja, es ist ein Mega-Pokémon, aber welches? Nee, das ergibt auch keinen. Ich überlege gerade, welches mit I endet und so kurz ist. Hä? Ja, jetzt sehe ich, was er da gezeichnet hat. Oh, ich muss sagen, ich wäre niemals drauf gekommen, dass da ein Giga-Pokémon drin ist. Aber Gigamauts ist ja auch schwierig. Aber vielleicht hätte man diesen Talisman da, was der da hat, ein bisschen machen müssen. Ja, Jerry hat sich verdoppelt. Als ob Mimikyu da schon das Pokémon hat. Was? Ja, dann ist es ja das hier. Ja, okay, na Moment. Es ist immer so toll, weil Jerry weiß die Mons sogar eigentlich sogar gar nicht mal so selten früh. Aber er ist halt zu doof, die ganzen Pokémon richtig zu schreiben. Das ist der Wahnsinn. Und der trollt leider nicht mal. Der weiß es wirklich nicht. Das Blau hat mich mega irritiert. Und ich bin ehrlich, das Pokémon habe ich am Anfang da auch noch nicht draus gesehen. Ja, das Katzenartige hat noch ein klein wenig gefehlt, würde ich sagen. Er hat ein klein wenig... Oh, ich bin dran. Ich will den hier. Aber ich mach mal einfach auch mit Schwarz. So, ich glaube, hier gehen da so die Beine hin. Jetzt habe ich nur ein bisschen dicken Stift, glaube ich, gerade am Start. Kann ich den nicht irgendwie dünner machen? Ich würde gerne meine Äuglein da so besser setzen. So, und jetzt fangen wir an mit der Farbe. Da kriegt der die Farbe. Boah, was hat denn der? Er hat halt sonst nicht sehr viel mehr an sich. Kann man nicht den Stift irgendwie dünner machen? Vielleicht da, wo der Punkt war. Da vielleicht noch. Wo ist Farbe fürs nächste Mal? Farbe ist da auch mit unten dran. Du musst einfach nur auf die Farbe dann da klicken, die da ist. Badabam. Mir wird die Farbe nicht angezeigt, dann ist irgendwas bei dir verbuggt, weil es sollte dir angezeigt werden. Das kann ich dir dann leider nicht sagen, warum die nicht da ist.
Hä? Ah, warte. Oh, ist es er hier? Es hat irgendwie eine Art Raupe oder so. Oh, oder ist es doch keine Raupe? Hä? Wer bist du? Was, den schreibt man nicht so? Hä? Schreibt man den irgendwie so? Oh. Okay, ich bin ehrlich, ich dachte wirklich, das Pokémon hieß Ferlursi. Und nicht Felursi. Ich sag nämlich immer Ferlursi. Und nie Ferlursi. Das wusste ich jetzt legit einfach nicht, dass man den wirklich so schreibt. Ich spreche den dann immer auch falsch aus, muss ich sagen. Aber ja, also man hat es schon erkannt, aber ich dachte mir so, hä? Aber es sah erst wie ein Wurm aus, bin ich ehrlich. Das war als erstes ein Wurm für mich. Aber da wird es nicht sein. Der vielleicht. Boah, nee, never mind, ich sehe gerade, wie lang der Name ist. Was? Das macht es jetzt nur noch schlimmer für mich. Hä, was ist das? Ach du Scheiße! Da wäre ich niemals drauf gekommen. Also als der Kopf dann da war, habe ich verstanden, dass der wirklich fliegen soll. Aber da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen. Ach du Scheiße. Ich habe das Gefühl, ich müsste schon wissen, wer das ist. Weil, naja, das ist ja viel zu lang. Ah, oh, Scheiße, wie heißt das Viech? Ich glaube, das ist nicht der deutsche Name, ne? Oh, was ist denn der? Ah! Das ist er. Was? Das ist er nicht? Das ist er nicht? Den schreibt man so? Was? Ah, das ist hier falsch geschrieben. Okay, dann war das in der Liste falsch. Weil ich wollte gerade sagen, den schreibt man doch mit O. Der heißt doch auch nicht Pukusan. Ich wollte gerade sagen, irgendwas. Ich wollte gerade sagen, da stimmt was nicht. Kurz den Affen gemacht. Das hat mich ja mega irritiert. Donnersichel zeichnet alles aus an der Sichel. Ah. Wir sind schwierig gewesen, ja. Ich sag, das war bisher die schwierigste Zeichnung zum Erkennen. Ach, Power Pika, was soll denn die Scheiße? Sei doch nicht so ein Streber. Von wieso wisst ihr das jetzt schon wieder? Was ist das? Kickel. Ah. Ja. Okay, mit dem Schwarz habe ich es verstanden, aber an gelben Beinen hat Power Pika das erkannt. Will der mich verarschen? Elekektek. Starker Name, Jerry, der gute alte Elekektek.
Und wir machen, ja, ich denke, wir werden noch mal eine Runde machen. Ich weiß nicht, wie lange jetzt eine so eine Runde insgesamt geht. Aber ich denke, zwei können wir machen. Also zweimal drei Runden. Wenn da genug Leute Bock haben. Oh mein Gott, ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß, wie es auf Englisch halt heißt. Okay, never mind, das ist doch nicht Inferno-Pod. Ich hatte Sandy Scorch im Kopf, aber das ist er dann doch nicht. Hey, das ist doch... Ich glaube, ich hätte jetzt hier noch eine Stunde sitzen können und wäre niemals in meinem Leben darauf gekommen, dass natürlich die Vorentwicklung Thermopod auch gemeint sein könnte. Oh mein goodness. Da wäre ich ja jetzt heute den restlichen Namen nicht mehr drauf gekommen, glaube ich. Heilige Scheiße. Heilig Splechle. Eieieiei. Wer ist er denn? Nee, das war jetzt gerade ein sehr verstörendes Bild. What the fuck wurde da denn gezeichnet? Ja. Was wird das? Hat er das in der Hand? Oh mein Gott, ist es das? Ach du Scheiße. Ich dachte, das wäre alles sein Gesicht. Und dass der dann vielleicht so eine Maske entweder aufbekommt oder den Mund so weit offen hat. Kotschak, vielen Dank für den nicen Prime. Kuss geht raus an dich und das freut mich sehr. Dankeschön. Sklavenkartoffel, aber auch stark. Sag mal, ein spitziges Eier. Eieieiei. Das war auch ein bisschen crazy, muss man sagen. Das war cursed, ja. Das war wirklich cursed, muss ich sagen. Nee, das ist zu lang, ne? What the hell? Thaddeus. Oh. Okay, war doch eine gute Zeichnung. Der Gute, ich dachte erst, es wird so Thaddeus, der so macht mit seinen Armen. Bei dieser Mucke. Von den, war das? Nee, die Mucke, an die ich gerade gedacht habe, war die mit den Quallen, bei dem Quallenfischen da. Aber so erkennt man den schon. Außer Jerry. Aber bei Jerry ist eher das Problem, dass er nicht weiß, wie man das Ding schreibt. Aber auch da bin ich mir wieder nicht sicher. Manchmal frage ich mich, Jerry, hast du eigentlich eine Leserechtschreibschwäche? Das würde echt viel erklären. Nicht böse gemeint. Aber das würde vieles erklären. Ah. Scheiße, ich bin nicht so... Was? Hä? Oh. Oh mein Gott, ich habe erst Driftlong geschrieben. Dafür waren die Buchstaben auch wieder viel zu lang. Ja, also es gibt ein paar, die irgendwie zu doof sind, die Namen zu schreiben. Aber andererseits, wenn du wenig mit den deutschen Namen zu tun hast und viel auch nur mit den englischen oder so, verstehe ich das schon auch. Ich bin immer noch auf Platz 4, immerhin. Wobei Platz 1 schon arg weit von mir weg ist. Was noch Platz 3 gerade? Okay, Platz 3 können wir uns noch holen. Was? Okay. Na gut, Jerry. Na gut. Finde ich ein bisschen witzig, muss ich gestehen. Ist ein bisschen witzig. Muss ich leider sagen, finde ich ein bisschen witzig. Aber disliken wir. Ist ja auch von Jerry. Jetzt Togekaiser es geschafft, es nicht rauszukriegen. Wie?
Das checke ich nicht so ganz, aber na gut, na gut. Ich glaube, ihr könnt sogar, könnt ihr prinzipiell während der Runde auch reinjoinen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, man kann nur raus und nicht rein. Wie alle immer direkt raten, die auf die Punkte geiern. Diese Geier. Hier? Ah, okay. Klingplim, fast. Ja, das habe ich mir schon bei ein paar Bildern gedacht, Kreine. Aber vor allem bei dem dachte ich mir, was ist denn, also, ne? Was ist denn Dette an der Stelle? Das ist Elekid. Als habe ich es laut ausgesprochen, ne? Aber gut, bis Jerry das, wie, ja, ich wollte gerade sagen, bis Jerry das rausfindet, wie man den schreibt, dauert es eh wieder. Boah, ich muss sagen, also wirklich nach 5 Stunden, also ich bin jetzt nicht kaputt oder so, aber mein, ich merke es im Hals und so, dieses Durchreden. Was? Na, der Tomatentoast, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Darauf erstmal wieder ein paar mehr Sips. Ja, beziehungsweise aber nach 5 Stunden habe ich es halt auch schon, hat's schon angefangen, dass es im Hals gekratzt hat und ich es gemerkt habe. Also bis 4 Stunden, 3-4 Stunden ging easy fit, muss ich sagen. Also gerade wenn du ein Projekt wie Pitch Black hast, muss ich wirklich sagen, rattert, rattert das Ding runter wie noch was. Oh. Ah, ich glaube, das wird. Boah, das wird eine schreckliche. Nein! Oh, jetzt wurde was random für mich ausgewählt. Oh, das wird schwierig. Ich glaube, der hat hier so diese Zähne. Und jetzt muss halt hier so. Das kann eigentlich. Kann ich radieren? Ich kann nicht radieren? Oh, das ist ja nervig. Kann ich noch irgendwas? Ich kann halt nicht mal mehr was machen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ja, okay, Jerry schreibt absichtlich Sachen falsch. Das kann ich mir sonst nicht mehr erklären. Oder er ist am Handy und Fettfingert. Es gibt es auch Schafe mit Hörnern, nur zur Info. War alles richtig. So, letzte Runde. Also, zumindest für diesen Run hier. Und dann würde ich sagen, können wir nochmal machen. Ich denke, das ist okay. Würde ich zumindest behaupten. Würde den Jerry Bun gerne vorziehen. Nee, das wollen wir ja zelebrieren, haben wir gesagt. Ah, stimmt, mit Weiß hätte ich weinen können. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber mich wundert, dass es echt keine Radierfunktion gibt. Echt jetzt, das war's? Sind wir fertig? Da macht's jemand spannend. Ah, oh, wie heißt der? Ich weiß nicht, wie er heißt. Wie heißt der auf Deutsch? Oh, es ist doch nicht Epitaph. Ich dachte erst, es wäre Epitaph. Never mind. Ich habe nichts gesagt. Ah, Gumon, der Mächtige. Ich habe das Gefühl, Jerrys Tastatur ist so groß wie seine Handfläche. Ich hoffe eigentlich, er trollt, weil so viel, wie er sich da verschreibt, das kann ja gar nicht sein. So wie kannst du dich doch gar nicht verschreiben. Habe ich gesagt, wie heißt Epitaph auf Deutsch? Beziehungsweise ich hatte nur Annihilate im Kopf, aber habe dann Epitaph da geschrieben gesehen und wusste, der ist es nicht. Ah, okay. Ich war gerade so, also...
Im Voice hört sich das nicht nach Trollen an. Oje, na gut. Good to know. Good to know. Der gute alte Mächtige. Warum wurde der noch blau angemalt? Das Blau verstehe ich nicht so ganz, but hey. Gut, dass Jerry jetzt hier wird, ja. Das ist eine gute Sache. Ja. Ja, dann wissen die Kinder, wie man es nicht schreibt, und dann können die es richtig schreiben, also dann passt es. Was ist denn das für eine Farbkombi? Das macht es jetzt nicht besser. Ah, doch, macht es. Ja, klar. Ich frage halt so, was für eine Farbkombi ist denn das? Aber doch, die kenne ich. Oh, das könnte jetzt gut Punkte geben und maybe noch. Also Platz 2 und 1, glaube ich, sind abgeschlagen weit vorne. Ich muss gegen Mimikyu da irgendwie Platz 3 noch reinholen. Das ist vielleicht noch drin. Der Kopf sieht aber wie eine Eichel aus. Oh nein! Ja, weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist jetzt nicht so dramatisch. Ist, würde ich sagen, nicht so dramatisch. Power Picker is choosing a word. Ich überlege schon die ganze Zeit, was ich mir jetzt später zu essen mache. Ob ich mir einen normalen Salat mache. Oder ob ich mir nicht doch lieber einen nice Couscous-Salat mache. Aber der Salat müsste halt auch weg. Da kann ich ja die Avocados genauso reinhauen. Boah, das braucht halt so lange zu schreiben. Aber ich wusste, so viele werden Sandaconda schreiben. Das dachte ich mir schon. Dass das super viele falsch schreiben. Aber Mimikyu hat wieder schneller getippt als ich. Scheiß die Wand an. War ein Hot Tub Stream? Boah, ich glaube, auch in der neuen Wohnung kann ich mir keinen Hot Tub irgendwo reinstellen. Ansonsten hätte ich gesagt, bei 10.000 Euro gibt's Hot Tub Stream. Dann kann man das mal aus Fun machen. Ich meine, man kann ja mit einem Sportshirt und mit einer Badehose reingehen und dann sitzt du halt in dem Hot Tub drin. Ich finde das actually wirklich nicht schlimm, wenn ich das machen müsste, aber dafür brauchst du halt einen Hot Tub und den Spot, wo du das machen kannst. Ne? Das ist das Problem. Reicht ja so ein kleines Kinderplanschbecken für 10. Boah, ja, aber das geht auch nicht. Ich habe ja keinen Garten, aber wenn ich irgendwann mal einen Garten habe und noch streame und im besten Fall vielleicht noch keine Kinder habe, dann kann man sich das wirklich überlegen. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was es ist, aber ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ne, jetzt weiß ich doch nicht mehr, was es ist. Was ist das? Oh, ich habe den von der ganz falschen Seite betrachtet. Das macht's auch nicht besser. Wer bist du? Hast du eine Badewanne? Nö. Nur eine Dusche. Also da, wo wir wahrscheinlich hinziehen, nur eine Dusche. Ich muss auch sagen, also so geil ich Baden auch finde, desto besser muss ich sagen, finde ich. Der ist es. Ach du Scheiße. Das Z vorne einfach und puff jeder rein da. Okay, vielen Dank für den nice Sub. 12 geile Monate, ein ganzes Jahr Support schon. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche viel Spaß weiter mit den Emotes. Kuss geht raus an dich. Man muss aber auch sagen, das Viech ist echt schwer zu zeichnen. Also, dass er sich das genommen hat, Hut ab. Weil das finde ich, ist ein schwieriges Mon zum Zeichnen, wirklich. Weil das hat auch nicht so krasse Merkmale, die du so gut zeichnen kannst. Deshalb, ja. Ach du Scheiße, wer bist du denn? Wobei, stimmt das überhaupt? Nee. Was? Thank you.
Oh mein Gott, ja, okay. Boah. Das hat gerade lange gebraucht. Ich bin ehrlich, ich habe das Mon auch komplett einfach vergessen. Also die Zeichnung war auch gar nicht schlecht. Also wenn man versteht, was das da ist, dann puff, absolut logisch. Aber ich habe die Existenz von dem Mon einfach vergessen. Ich habe euch jetzt nicht mal sagen können. Jetzt gerade ist mir erst auch wieder eingefallen, dass Surfaction Mon ist, das existiert. Der ist einfach auch aus meinem Kopf raus. Damals, als Present den in der GPL-Season hatte, das war wild. Das war Surfetched, großer Moment. Ist eigentlich auch ein cooles Mon, muss ich sagen, aber. Ja. Der war ja sogar im Anime, fällt mir gerade auf. Ah. Nee. Oh. Hä? Ich dachte, er ist Ting Lu, aber. Hä? Ach so, wie. Ah. Ja, wär ich auch morgen nicht drauf gekommen, sag ich ehrlich. Man hätte vielleicht so Hörner noch hinmachen können. Das würde mir noch einfallen. Aber da wäre ich jetzt nicht. Oh, das hat mich wichtige Punkte, glaube ich, gekostet. Ich glaube, das ist es nicht, aber ich gebe es mal ein. Irgendwie finde ich die Hinterbeine voll gut gemacht. Ach so. Ich mochte das eine Hinterbein. Das hat er so mit Schwung gemacht. Das sah so ein bisschen professionell aus. Ja, jetzt hat er ein muskulöses Hinterbein. Das hat mich gerade sehr irritiert, auch im ersten Moment. Ja, wobei, nee, also es ist, also Bisaflor ist schon so ein halber Duff, also ist ja ein Dino, aber der hüpft so umher, wenn er hinter ihm läuft, dass der wie ein Frosch ist, also deshalb kann ich, sehe ich schon. Oh, das hat mich Platz 3 gebracht schon. Oh, Kopf an Kopf rennen, glaube ich. Wie viel hat Mimikyu da neu? Oh, ganz knapp. Ich will noch aufs Treppchen. Ich glaube, beim Rest habe ich eh keine Chance. Ich habe das Gefühl, das könnte man jetzt schon wieder erkennen, ne? Ah! Oh mein Gott, schnell! Ah, oh, Mimikyu hat schneller getippt! Shit! Scheiß die Wand an, ey! Mann, 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 Mann! Ich meine, ich zeichne, glaube ich, auch nochmal. Das gibt mir auch Punkte. Aber ich weiß nicht, ob das reicht. Wie kann man mitmachen? Ich schicke später nochmal den Code rein. Oder wenn ein Mod gerade da ist, dann kann der einen Code reinschicken. Dann musst du einfach nur in den Raum rein. Dann kannst du eigentlich schon mitmachen direkt. Also ich meine zumindest, man kann joinen, oder? Kann da irgendjemand was dazu sagen? Wer zeichnet gerade? Zeichnet Jerry gerade. Ah, deshalb geben wir alle Daumen nach unten, okay. Oh, ich weiß nicht, wie heißt der auf Deutsch? Doch, ich weiß es. Oh, Hauptsache vor Dings. Hauptsache vor Dings, vor Mimikyu, das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige, Thor's Hammer. Fast. Wie aber auch alle erst Tinkerton, Tinkerton, Tinkerton. Es war eigentlich voll dumm, das reinzuschreiben, weil dann wissen es die anderen vielleicht, wenn sie es auf Deutsch wissen. Es war gar nicht so schlau, muss ich sagen. Das stresst mich gerade alles ein bisschen, weil ich nicht weiß, wie viele Runden es noch sind. Boah, so wenig. Schade. Was? Nein, Mimikyu da hat es. Warum hat er es denn? Was? Oh mein Gott, boah. Das. Das kam zu spät. Das kam zu spät, diese Eingebung.
Scheiße, wieder Vierter. Nee. Shit. Komm schon, Ronin, gönn mir. Gönn mir ein gutes Mon, was ich schnell errate und die anderen nicht. Das schaut bisher aus, als wäre es irgendwie ein Kuchen oder so. Was? Okay. Das ist. Also, ich verstehe immer noch nicht, was genau das da rechts sein soll. Ach so. Oh mein Gott. Boah. Also. Naja. Also. Ob das jetzt ein Tank ist, weiß ich nicht. Hab Bock auf den. Dann machen wir. Hier so den. Oh, der schaut ja scheiße aus. Wie sieht der denn aus? Er sieht ja mega dumm aus. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Machen wir hier noch so. Zack. Der sieht ja super kacke aus. Ich kann mal die Hände noch so ein bisschen mehr in dem Stil machen. Ah ja, stimmt, das war es ja auch wieder einfacher, weil das Dings da oben steht. Ja, daran habe ich nicht gleich mal gedacht. Ja, Treppchen, Freunde! Treppchen! Woo! Stark! Das Treppchen noch mitgenommen. GZ, GZ, GZ. War ein spannendes Battle, Mimikyus. War ein spannendes Battle. Ja, und was Powerpeaker und Dingsbums da oben gemacht haben, das ist doch alles egal. Das ist doch alles egal. So. Ich schick mal nochmal den Link rein, dann könnt ihr wieder joinen. Dann könnt ihr auf jeden Fall joinen. Dann würde ich sagen, wir machen noch ein Ründchen, würde ich sagen. Wir machen noch ein Ründchen. Hat Spaß gemacht. Welches Mon war nochmal mit der Poku-San, ne? Kann ich das, finde ich das über Steuerung F? Okay, das G-Max ist richtig. Ah, ich muss Poku-San ja finden. Poku. Da. So. Jetzt passt das auch. Good catch. Gibt jetzt Kuchen? Darf ich AFK drinbleiben? Na, ungerne. Komm lieber dann später nochmal wieder rein. Das ist sinnvoller, weil wenn du zeichnest, passiert nämlich sonst gar nichts. Das ist dann auch irgendwie doof. Aber einen guten Hunger mit dem nice Kuchen. Boah, ein Kuchen wäre jetzt geil. Ein Kuchen wäre geil. Ich gebe euch noch 2 Minuten zum Reinkommen und dann gehen wir rein. Also ihr müsst nicht irgendwie nervös sein, nur weil ihr irgendwie kacke zeichnet oder schlecht im Raten seid. Ihr seht ja selber, Jerry ist auch zu doof, überhaupt was zu schreiben. Und ich glaube, also ich will jetzt uns allen nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, wir hatten jetzt keinen dabei, der irgendwie überdimensional krank gut gezeichnet hat, wo wir uns alle gedacht haben, boah. Also ich glaube, da waren wir jetzt schon alle niveautechnisch so gut dabei, dass man sagen kann, ja. Ja, das ist okay, würde ich sagen. Das ist okay. Das kann man noch akzeptieren. Bam, 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 badim, badim. Donny scroll im Chat runter. Keines Voting to kick sour, Jerry. Oh, stark. Der Raum ist eh voll. Gut, dann gehen wir rein. Dann gehen wir rein. WB0 und hallo, Famo. Ne, beziehungsweise Famo war schon da anscheinend. Aber eigentlich, ich glaube... Nee, da müssten noch Plätze frei sein. Ich glaube, ein Platz oder zwei sind noch frei. Ui, das ist ein großer Oschi. Okay.
Jawohl, starker Start für den Downstar. Starker Start. Weil auch immer die Linie da zu suchen hat, aber die Farbe hat mir geholfen. Ach du Scheiße, wer ist er denn? Schaut ihn euch an. Das Viech, dem begegnet man einfach im Pokémon Center. Was hat er gesehen? Aber wirklich, was hat er gesehen? Ach du Scheiße. Stark. Ja, ich denke mir auch, warum macht man das eigentlich hin? Vielleicht, weil es zu offensichtlich ist. Also ich fühle es auch, wenn man so offensichtliche Sachen nicht reinschreibt. Also ich habe es als erstes erraten, möchte ich nur sagen. Ich habe die Zeichnung gefühlt. Scheiße. Scheiße! Och Mann, wirklich? Ja, ich hätte ein bisschen auf die Buchstaben achten sollen, aber bis ich die gesehen habe, dauert es wieder zu lang. Hallo Stevie, ich hoffe, dir geht's gut. Hello. Ja, alles gut. Wie gesagt, wir sind alle keine guten Künstler. Wir sind da alle sehr, sehr weit weg davon, gut zu sein. Oh, das Bild oben hat sich irgendwie verschoben. So. Da seht ihr mein nices Kind dann. Ihr und euer Vote-Kick. Was? Was ist so lang? Ja, hier? Was? Oh my goodness! Boah, das kam spät. Ich muss aber auch sagen, ich war die ganze Zeit bei Wasser und dachte mir so, was ist das denn? Ah ja, okay, Traumvogel ergibt Sinn. Da kann ich gar nicht so viel gegen sagen. Da ist die Zeichnung gar nicht mal so schlecht, finde ich. Aber ich war die ganze Zeit so, was ist denn so weird verformt? Boah, wobei zwei waren genau vor mir. Ich dachte, ich hätte es als erstes erraten. Scheiße. Ach man. Wobei ich bin noch Dritter. Also so kacke bin ich noch gar nicht mal unterwegs. Das finde ich ganz gut. Dieses Mal ist Summer nicht so beschissen unterwegs, geh. Boah, Mr. M hat einfach 1,5. Wobei der hat gezeichnet, nochmal. Ich wollte gerade sagen. Der hat richtig viel Punkte gemacht gerade, aber dann. Da so ergibt das natürlich Sinn. Oh, ich habe mich vertippt, fuck. Ah, das habe ich spät erst gefunden. Das habe ich sehr, sehr spät gefunden. Das sieht irgendwie cool aus, weil das sieht so aus, als wäre das Mann so zurückgelehnt. Es wird so hinfallen. Vom Winde verweht ist das Pokémon. Nein, nichts hinschreiben. Nichts hinschreiben, auch wenn es einen gibt, der es nicht hinbekommt. Also Wörter benutzen wir nicht und auch keine Buchstaben oder so. Schon nur Zeichnungen. Sonst ist ja langweilig. Ich merke gerade, irgendwie hat sich alles da so ein bisschen verschoben gerade. Ich mache mal den Chat auch kleiner. Sonst ragt der da auch so komisch rein. Oh, da ist aber jemand traurig.
Schaden. Was machen wir bei Cognito mit keine Buchstaben? Okay, Cognito ist die Ausnahme. Glaube ich, geht's nicht gut, nee. Wie hat Trapse das erraten? Was genau hat er da erraten? Hä? Okay, das ist ein schwieriger, muss ich sagen. Das ist ein schwieriger. Wieso habt ihr den alle schon? Hä? Gott, ja, jetzt falle ich nach hinten. Jetzt falle ich dick nach hinten. Das habe ich gerade gar nicht geblickt. Ich sage, wir haben aber auch gerade momentan. Der war doch easy. Weiß ich nicht. Ich habe den gerade gar nicht geschnallt, muss ich sagen. Also, er war ja so weit weg. Der gute Ampharos. Sauer Jerry hat geschrieben, Ampharos. Das muss ich mir merken, so nenne ich meine Ampharos ab jetzt. Ampharos. Am besten noch ohne F, ist einfach Ampharos. Ui. It's dark. Jetzt beginnt einfach eine Geschichte. Wow, echt? Dafür hat das dunkel gemacht? Achso, ja doch, natürlich hat das dafür dunkel gemacht, nevermind. Warum macht er einen Amogus dahin? Das finde ich gerade ein bisschen sass. Der Among Us aber auch einfach daneben. Ja, aber Jerry brauchen wir bitte nicht reden. Können wir Jerry einfach ignorieren, was er da reinschreibt in den Chat? Weil das, ich kann das auch wirklich nicht mehr sehen. Also ich dachte schon immer, es ist schlimm, wenn er in den Chat hier mit seiner Rechtschreibung kommt, aber wie er Monks schreiben würde? Hei. Boah, da könnte man, glaube ich, eigentlich schnell drauf kommen. Scheiße, zu lange zusammen getippt. Ich meine, Dritter, das ist noch okay, aber das eine Plus. Das linke Plus sieht echt gut aus, aber das rechte, das hat es irgendwie, das hat es ein bisschen verzogen. Okay, jetzt schaut es creepy aus. Vor allem, hat Lampi überhaupt sowas Rotes da? Der hat doch nur noch diese kleinen Flösschen. Also den Mund hätte es nicht gebraucht, oh Gott. Oh mein Gott. Ich habe die Buchstaben wieder zu spät beachtet. Ich war so, welchen grünen Kämpfer gibt's, der so macht? Komm her. Komm ran. Bei Carpets war es ja nicht. Deshalb war ich gerade so mega irritiert, was das wird. Dun, dun. Dun, 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 dun. Schade. Nee. Ah, doch. Ah, ich habe zu spät verstanden, welcher von der Reihe es ist, damit ich den da so passend reinsetzen kann. Den richtigen Namen schreiben kann.
Grasshole? Na gut. Bisschen weird. Boah, ich bin einfach Achter. Wie gesagt, der Erste gerade. Okay, Mike hat 5-2 als Zweiter. Krein hat 5-2. Boah. Bin ich schon weit weg. Eieiei. Eieiei. Boah, die Musik ist so ein Banger, leck, komm, du. Was? Ein Tee? Es ist so offensichtlich, aber mir fällt es nicht ein. Ah! Oh, ja, okay, da, ja, den hätte man schon echt früher erkennen können. Aber das habe ich viel zu spät auch geschnallt wieder. Aber das sind halt auch lauter Mons, die hast du einfach nicht mehr so auf dem Schirm, weil sie gerade nicht wirklich im Game sind, ne? Das ist halt, das kommt dazu. Das ist halt auch noch das Ding, das kommt halt auch noch mit dazu, wenn die nicht im Game sind. Dann hast du die auch einfach nicht so im Kopf gerade drin, dass du die da jetzt einfach mal kurz hinschreiben würdest und dir denkst, jawohl, das passt doch. Was? Warum wissen denn das jetzt schon wieder so viele? Ja, das war schwierig. Gibt es heute noch FFA? Ja. Also insofern wir genug Leute finden, würde ich ganz gerne das ein oder andere FFA-Leinchen machen, ja. Also wir spielen auf jeden Fall Scribble hier noch zu Ende. Das überzieht von der Zeit etwas, aber so ein Stündchen FFA würde ich noch machen. Dann mache ich mir einen Ensalada. Und dann... Ich meine, ihr könnt ja mal hier in den Chat schreiben, wer wäre denn prinzipiell da in so einer halben Stunde? Und hätte auch Bock, FFA zu machen. Und wäre da dabei. Dann braucht Content. Ja, das ist richtig. Ich muss ja irgendwie bis 18.30 Uhr grob noch überbrücken. Ja, darfst du ja, Jerry, darfst du ja. Da hast ja Zeit. Nee, aber das funktioniert dann nicht. Hä? Heiligsblech, aber der ist auch wirklich schwer. Boah, den hätte ich auch nicht nehmen können, weil ich wüsste, hätte aber auch nicht gewusst, wie man den zeichnet. Das ist einfach, auch den sich zu nehmen ist tough. Grillen. Ich freue mich so, morgen grillen wir bei den Eltern von meiner Freundin. Habe ich so Bock drauf. Liebe Grillen. Der ist schon mal so lecker. Das ist Among Us. Legit, es ist Among Us. Jetzt nicht mehr. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wer das ist. Wer bist du? Nee, aber das ergibt ja keinen Sinn. Und das wurde auch schon geschrieben. Oh mein Gott! Boah, das hat jetzt aber auch lang gedauert. Da wurde halt auch wieder das markanteste Merkmal, diese Hörner oder was das sind, nicht noch hingemacht. Ja, genau das da. Ich glaube, dann hätte man es ein bisschen besser auch früher erkennen können. Wie gesagt, kann natürlich auch wieder Absicht sein, dass man es nicht so schnell errät. Aber deshalb war ich gerade so, who's that? Das war auch dann kurz ein bisschen knibbelig zum Daraden.
Naja, kann es ja auch nicht sein. Ja, da ist es dann. Ah, stark! Das haben wir. Das gibt jetzt mal wieder ein paar Punkte, weil, boah. Also, ich will nicht mit einer zweistelligen Positionierung am Ende dastehen, muss ich sagen. Da habe ich ja gar keinen Bock. Oh, das, ich finde den ganz nice. Ich finde den, der ist gut gelungen. Mir gefällt der. Mir ist die Augenbrauen nicht eingefallen, ist das. Ah, ja, das sehe ich. Ja, manchmal ist es so weird, man hat ein Pokémon im Kopf oder siehst den Namen. Aber manchmal fallen einem so markante Punkte dann einfach in dem Moment nicht ein. Ist ganz, ganz komisch. Schade. Wie hat er denn das jetzt schon wieder erraten? Oh, schade. Nein, ich wollte gerade Corazon noch eintippen. Mann. Ich hätte es fast noch gehabt. So eine Scheiße. Ich bin so froh, dass wenigstens wir alle echt schlecht im Zeichnen sind. Also, man muss sagen, man muss festhalten, die Runde davor war zeichnerisch besser. Jerry ist AFK. Was für AFK? Hier gibt es keinen AFK. AFK Arena. Hä? Wie, der ist es nicht? Ist es er? Ah, oh. Stimmt, es gibt ja noch so einen. Den hätte ich jetzt quasi fast vergessen. Ja, ich sag, kann man aber auf jeden Fall erkennen. Kann man definitiv erkennen, finde ich. Donkey Kong Mucke nicht. Ich wäre schon wieder bereit, Tropical Freeze durch. Ey, Tropical Freeze ist, glaube ich, das Spiel, was ich nennen würde. Das könnte ich immer und immer wieder durchspielen. Ich weiß nicht mal, warum, wann das angefangen hat, dass ich dieses Spiel so lieben gelernt habe, ne? Dass ich das immer und wieder ein- und ausatmen könnte. Ach, ist so geil. Oh. Solange ich vor Downy bleibe, ist alles gut. Warum bin ich denn jetzt der Maßstab? Ich bin so kacke vor allem in der Runde unterwegs. Ich bin Elfter. Er hat nicht getippt. Oh, aber er ist es auch nicht. Er ist es nicht? Schade. Was? Das Mon kenne ich nicht. Das ist ein neues Pokémon, das kenne ich nicht. Oh mein Gott, es ist es doch! Ach du... Ich hab's falsch... Ah ja, es ist nicht Oricorio, sondern Coriogel. Ich habe nämlich kurz daran gedacht, aber dann dachte ich mir auch so... Das ist so... So eine schwere Sache. Ich glaube, er hat hier so Beinchen. Dann machen wir hier, 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 hier und hier, hier. Dann hat er hier noch so seine Augen. Ah, es sieht halt so falsch aus.
Ich hätte ein bisschen mehr lang ziehen müssen. Ich glaube, er hat hier noch so Linien, so ein Gehirnlinien. Aber ich hätte den Kopf ein bisschen länger ziehen müssen, dann wäre es ein bisschen eindeutiger gewesen. Boah, das weiß ich gar nicht, wie man auf der Switch nachgucken kann, ob man noch online hat, um ehrlich zu sein. Oh, da bin ich raus. Okay, warum? Da bin ich jetzt gespannt. Wieso wissen das jetzt schon wieder alle? Wer bist du? Was? Okay. Nee, was für Downovie. Also das hat für mich überhaupt nicht nach Anton ausgesehen. Wie wusstet ihr denn das alle? Das war für mich... Oh mein Gott, was ist das? Ich weiß, was es ist, aber irgendwie kann ich gerade nichts schreiben. Ich bin gerade zu blöd dafür. Ah, jetzt da. Boah, ich wusste, was es ist, aber irgendwie ist mir der Name so gar nicht, also sowohl Deutsch als auch Englisch einfach gerade nicht gekommen. Eieieiei. Eieieiei. Oh, da war der Strecker. Ja, I mean, grün vielleicht wegen dem Typing. Weil es ja eine Pflanze, dass man es besser erkennt, das sehe ich schon. Dass man das machen könnte. Who are you? Oh, wie... Boah, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. So heißt es. Boah, also gerade bei den neueren Monstern, ne, muss ich sagen, finde ich super schwierig, vor allem die deutschen Namen zu wissen. Da bin ich halt auch fast schon dick raus, ne? Er ist echt schwierig. Er ist wirklich schwierig. Bin froh, dass ich darauf gekommen bin. Nee, das ist der Buschel, den der da hinten hat. Wobei, ich glaube, der nicht so lang ist, aber. Aber ich mag die Interpretation, dass das Viech da gerade am Kacken ist. Das finde ich witzig. Das finde ich schon ein bisschen witzig, muss ich sagen. Hat vier Eier gelegt, genau. Nein, mein, bin ich jetzt Neunter, also nicht mehr zweistellig. Ja, schade. Ah. Oh, ja, also mit vielen Punkten brauche ich diesmal nicht rechnen, beziehungsweise mit einer guten Platzierung, das trifft's eher. Eine gute Platzierung würde ja knivelig dieses Mal. Das wird eher sehr knivelig. Da habe ich das Gefühl, dass ja, ne? Schauen wir mal. Ja. Ich wollte gerade sagen, kommt heute noch eine Zeichnung oder nicht mehr? Nein, 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 nein. Boah, ich muss wirklich sagen, also Leute, die wirklich daily 8 Stunden streamen, ne? Hut ab. Das ist echt anstrengend ab irgendeinem Punkt einfach. Das ist wirklich einfach. Man wird da so ein bisschen müde. Also jetzt ist auch in der 7-Stunden-Marke merke ich jetzt gerade, jetzt wäre ich so richtig erschöpft auch. Also,
Deshalb, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, so ein Subathon und sowas zu machen, weil ich habe das Gefühl, das ist so bumsanstrengend, zumindest wenn du nicht davor schon immer mehr geübt bist, dass du mehr und mehr streamst. Aber dadurch, dass ich ja immer so um die 2 bis 3 Stunden nur streame, das geht easy. Ich sag, bis 4, 5 Stunden geht auch noch. Dann 5 bis 7 ist schon ein bisschen härter und jetzt merke ich, ab 7 ist schon puramente du. Also ich weiß noch gar nicht, ob ich es gut finde, dass noch Pitch Black 2 offen ist oder schlecht. Weil da muss man sich wieder so konzentrieren. Und muss schauen, dass das gut vorangeht. Was? Wer bist du? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, wie peinlich. Das war ja spät. Ich glaube, das größte Problem ist, dass du so viele Kategorien wechselst. Wenn du bei einer wärst, wäre die Konzentration größer. Das stimmt, das stimmt. Aber es ist natürlich schwierig, 12 Stunden irgendwas so durchzuhasseln. Aber ich sag, vielleicht machen wir auch mal. Also was ich ganz cool immer fand, was nicht zwangsweise ein 24-Stunden-Stream dann auch wird, wäre eine Sleeplog. Dass man versucht, während dem Speeden eine Randomizer-Challenge einfach zu schaffen. Ich glaube, sowas wäre eher was fürs nächste Mal. Das stelle ich mir ganz nice vor. Also prinzipiell hätte ich auch gesagt, dass Abwechslung eigentlich ja fast schon eher was Gutes ist und neuen Motivationsschub. Aber gut, wir hatten halt jetzt mit Mario Kart so ein bisschen den Downer. Wobei Scribble ja eigentlich schon bockt. Also so ist jetzt nicht, aber Scribble ist schwierig zu kommentieren, finde ich. Weil da kannst du nicht so viel sagen, weil da musst du halt denken und überlegen, was das Non ist. Deshalb ist das. Ich glaube, was man beim nächsten 12-Stunden-Stream wirklich machen kann oder muss, ist vielleicht irgendwie versuchen, dass man bei sowas wirklich noch andere Leute mit ranholt. Die dann Bock hätten, da das zusammen dann im Voice zu machen. Und da ein bisschen noch was einzuplanen. Weil da hat es so ein bisschen. Und ich meine, ich bin es ja eigentlich gewöhnt, einfach nur so Nuzlocke-mäßige Sachen zu spielen. Das kommt ja auch noch mal dazu. Das kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass es so chillig gerade ist, so ein. Also, was heißt ein Downer ist, aber. So der Körper ein bisschen runterschaltet, in Anführungsstrichen. Ich habe das Gefühl, ich weiß, was es ist, aber ich kann nicht. Ah, das ist es. Ich wollte gerade sagen, ich weiß doch, was es ist, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Ich skribbe und richte gleichzeitig meine FFA-Teams her. Mitgliedschaft gerade neu für ein Jahr wiedergeholt. Das nenne ich Passion Stone, das nenne ich Passion. Aber das gibt gut Punkte. Weil ich habe das schon sehr viel früher als die anderen erraten, glaube ich. Boah, wobei, so viel mehr war das gar nicht. Ich dachte gerade, ich wäre die 1200 gewesen, muss ich sagen, aber ich war nicht die 1200. Ich war nicht. 1200, leider. Das habe ich auch nur durch den Chat erraten, ne? Das war ja sowas von für mich eine Spinne, aber zu 100%. Der gute alte Vulkanion.
Regionalform von Wojtula. Ja, das ist ein bisschen akkurater, würde ich sagen, ja. Aber ich mag es, wie die Musik gerade passend dazu war. Dass Hegener so sein Wort gerade ausgewählt hat. Und ist so. Raito, vielen Dank für den nicen Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen erfolgreichen Stream. Hello. Ich hasse es. Warum kommt diese Meldung zweimal inzwischen? Ich weiß es nicht. Es geht mir richtig auf die Nerven. Hello, 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 Raiders. Wir sind gerade am Scribble.io mit Pokémon-Wörtern. Doppelt geradet, ja, damit man es auch auf jeden Fall mitbekommt, dass die Leute geradet haben. Ich weiß nicht, woher diese Doppelmeldung kommt. Das wird doppelt angezeigt, aber Donations werden nicht angezeigt und ich check nicht warum. Vielleicht muss ich auch irgendwann mal meine Szenen einmal komplett neu überarbeiten. Das wäre vermutlich nicht verkehrt. Oh. Ah. Er ist es. Imagine, die Namen richtig schreiben. Ja, Namen richtig schreiben ist die größte Herausforderung. In einem FFA kannst du ganz normal 6 Mods mitnehmen, aber du hast halt immer nur 3 dann auswählen. Der gute Darkroy. Ich sehe schon, Pokémon-Namen richtig zu schreiben ist wirklich. Es geht einfach nicht. Es geht für viele einfach nicht. Das ist der Wahnsinn. Okay, da können wir schon mal was, ein bisschen was vortippen. Aber wobei, es können natürlich auch das andere sein. Ja. Das dachte ich mir. Ich habe noch kurz überlegt, ob das vielleicht so Hände von Sheruk sind. Ja, der Chat ist schon faszinierend, wie Leute oder was die Leute raten, beziehungsweise wie falsch sie raten, beziehungsweise wie falsch sie vor allem auch schreiben. Das ist natürlich auch so ein Ding, ne? Das ist auch so ein Ding. Bam. Muss mal kurz was gucken. Ich muss mal ein paar Dateien, glaube ich, verschieben, sonst kriege ich ein bisschen Platzmangel tendenziell. Who's that again? Ah. Muss ich? Nee, aber das ergibt ja keinen Sinn. Das kann der ja der eigentlich nicht sein, oder? Ach, das ist. Wie bin ich nicht auf Polygon 2 gekommen? Aber ich dachte, auch da wäre ein Bindestrich. Ich hatte so in meinem Kopf gerade volles Rohr an Bindestrich drin. Deshalb war ich gerade so, wieso muss man da die 2 so schreiben? Aber Polygon habe ich schon verstanden. Aber das war weird. Das ist sehr, sehr weird. Ich dachte erst Infamomo. Ja, das war ja auch crazy gewesen, wenn der es gewesen wäre. Wir haben uns aber inzwischen immerhin auf die 8 gekämpft, muss man sagen. Das ist immerhin etwas.
Besser als nix. Ich glaube, ich müsste jetzt auch bald eigentlich mal wieder zeichnen. Hat Jerry das nicht erkannt? Jerry hat sein Signature nicht erkannt. Stark. Okay. Was macht der da mit seinem einen Bein? Schaut wie ein Fake-Mon aus. Nee, das war es jetzt nicht. Also Eisenhaupt ist sehr schwierig zu zeichnen. Weil ich habe auch an Kobalium, aber ich bin auch ehrlich, aber ich hätte nicht dran gedacht, dass es überhaupt Eisenhaupt gibt. Weil ich hatte. Als ob. Oh. Was? Ist irgendwas falsch geschrieben? Ich bin gerade zu blöd dafür. Was ist das? Was sollte das sein? Nee, also nee, ah komm. Nee. Nee, also wirklich nicht, nee. 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 Oh. Okay, ich bin gespannt, was das jetzt wird. Ah. Der hier, oder? Ja. Fand ich cool gemacht, muss ich gerade sagen. Das hat mir jetzt irgendwie getaugt. Aber das davor, das war. Und auch das davor. Aber Eisenhaupt ist ein wirklich schwieriges Mann. Ich glaube, Traumagil. Ja, wobei jetzt wo ich es weiß, ist natürlich. Ist halt ein Ding, das geht schon, aber. Stimmt, Hooper hat da unten auch noch was. Jetzt habe ich es auch noch gesagt, dass man. Aber ist eh zu Ende, ich wollte gerade sagen. Oh, ich bin dran. Oh, ich versuche den hier zu machen, aber das wird, glaube ich, sehr schwer. Mal das richtig darzustellen. Oh mein Gott, nee, das wird nichts, kann ich euch sagen. Das wird definitiv nichts. Das wird eine Katastrophe, aber alle meine Mons waren da super schwierig. Ich weiß gar nicht, wie dem seine Pose auch so geht, muss ich sagen. Ich glaube, der hat hier mehrere, ne? Ich hab den gerade auch so schlecht in meinem Kopf. Das ist der Wahnsinn. Hilfe! Ja, ich hab's nicht besser hinbekommen. Actually haben es aber viele herausgefunden, dafür, dass ich die Zeichnung echt scheiße fand, muss ich sagen. Die war richtig schlecht. Eieieiei. Das war wirklich. Ich fand's nicht gut. Sei ich ehrlich. Nein. Ist das? Okay, es ist eh nicht, dann egal.
Stimmt, der hat. Boah, auf die zwei Antennen wäre ich gar nicht gekommen, dass er die noch auf dem Kopf hat. Aber ich fand alle meine Wörter irgendwie nicht so geil, deshalb dachte mir, ist eigentlich schon wurscht, was man nimmt. Oh, ich glaube, ich weiß, welcher. Nee. Andererseits, nee, da fehlt das eine Markenzeichen. X am Ende? Schade. Deswegen ist die erste Zeichnung sah gar nicht mal so schlimm aus oder so, aber ich hab keine Ahnung. Ich kann auch mit dem Buchstaben nichts anfangen. Oh. Ja, nein, das war. Das tut mir leid, das war nicht so ein Tricks. Das war ein Hund. Also für mich war das ein Hund. Aber so ein Pex ist auch. Da hätte man diese orangenen Dinger machen müssen. Das, also ich glaube, das alleine hätte schon sehr viel geholfen. Ja, jetzt beschwert euch nicht alle immer. Das Ding ist, alle beschweren sich immer so, aber die meisten zeichnen jetzt auch nicht so viel besser. Ihr habt dann meistens nur einfachere Mons, die ein Erkennungsmerkmal haben, das krasser ist. Wie hat Sauer Jerry das erraten? Wollt ihr mich verarschen? Nee. Das hat er. Scheiße, ich hab's falsch geschrieben. Das hat er geraten daran? Also jetzt ja, aber. An diesem braunen Körper? Ja, Jerry ist auch ein Mysterium für sich, ne? Das ist halt wirklich crazy. Rosaluna ist ein Chicken Nugget. Ein leckerer Chicken Nugget, ja. Ursaluna McNugget, das finde ich gut. Ja, okay, jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich, okay. Also ich bin ehrlich, ich finde es schwierig zu erkennen, aber wenn man weiß, was es ist, sehe ich, was dargestellt wurde. Okay. Okay. Und mit den Buchstaben zusammen hat es dann auch einigermaßen gut funktioniert. Weil ich bin immer noch so abgeschlagen weit hinten, dass es. Ja, das helle Grün hat verwirrt, aber es gibt auch nicht wirklich das Max-Axe-Grün gut zur Auswahl, muss man dazu natürlich sagen, ne? Dass man da so super viel rausholen kann. Ja, okay. Ich glaube, den hatten wir schon mal heute, aber ist nicht schlimm. Ich meine, es waren auch nicht alle in der ersten Runde da, deshalb sage ich da nichts. Können deine Leute nicht mal abwarten, was zu schreiben? Nee, die geiern auf die Punkte. Die müssen reingrinden. Aber das Problem ist, also bevor Stone jetzt hier versucht, da die ganze Zeit einen FFA-Squad ranzuholen,
Ich habe nur mitbekommen, dass Jerry noch potenziell was ranholen kann, aber wenn dann nur zwei Personen da sind, die was machen können, dann machen wir irgendwie was anderes. Dann überlegen wir uns irgendwie was anderes, was wir treiben. Da war der Gena. I'm sorry. Du bist auch dabei, FFA. Okay, weil dann kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen was zusammen. Also, wir machen ja eh nicht allzu lange. Ich gehe ja eh nur so bis 18:30 Uhr und dann möchte ich ja wieder in den Dings-Grind reingehen. PB2, was? Mache aber so Essenspause oder so für meinen Jenning-Part. Na gut, dann ziehen wir vielleicht die Essenspause vor. Dann mache ich mir gleich mal Insalada. Und dann. Ich bin zu blöd. Achso, Pitch Black 2. Ja, Pitch Black 2 machen wir dann danach. Auch da habe ich das so nicht rauserkannt. Bin ich ehrlich. Ja. Ich lieb's immer, wenn die Leinwand so ähnlich ewig lang weiß ist. Ah ne, nicht wieder sowas. Oh. Hat man den anders? Oh, jetzt habe ich mich aber komplett. Oh mein Gott, wie kacke bin ich? Oh, ist natürlich. Ah, das war. Das war eigentlich so offensichtlich. Na gut, ich sag, das ist ein Text, den kann ich akzeptieren, dass er da steht, dass er da geschrieben wurde. Eieieiei. Ich glaube, lange dürfte die Runde actually nicht mehr gehen. Das heißt, ich bleibe zumindest unter dem Zweistelligen. Der ist schon mal ganz gut. Weil da möchten wir nicht mehr hin. What the hell? Ah. Oh nein, ich weiß nicht, wie der heißt. Ah doch, so heißt er. Es ist einfach Windwoge Plus. Oh, die gute alte Windwoge Plus. Die Wonderwoge. Immer wenn ich vorkomme, kommt ein Gen Neumann und killt mich. Unangenehm. Ich muss auch später eh nochmal Wasser nachfüllen. Ich habe jetzt noch nicht allzu viel auch getrunken wieder heute, ne? Ist auch nicht gut. Oh nein. Ich weiß, welches das ist. Was? Das ist es nicht. Ha. Ah ja, Pyukumuku ist gar nicht der deutsche Name, never mind. Ach, der ist das, okay. Ja, das war ein bisschen dumm-dumm. Das war ein bisschen dumm-dumm. Das war jetzt nicht meine schlauste Aktion des heutigen Tages, muss man gestehen, aber hey. Boah, das kostet mich jetzt vermutlich doch nochmal Punkte. Ihm geht's auch nicht so gut. Das ist, glaube ich, auch wieder sehr akkurat.
Ich weiß nur nicht. Mein Problem ist nur, ich weiß gar nicht, was ich während der Pause jetzt abspielen lassen soll, weil ihr habt jetzt schon diesen. Den einen Clip habt ihr, die Clip-Compilation habt ihr jetzt schon komplett gesehen. Ich habe zwar noch eine da, aber die geht nur 2 Minuten. In 2 Minuten schnibbel ich keinen Ensalada hin. Also wenn, dann muss ich einfach den nochmal raushauen. What? Ah. Das ist gut gemacht. Das fand ich. Ich fand es hier schwierig, den deutschen Namen zu haben parat. Bis wann ist FFA und bis wann ist die Essenspause? Also, ich würde eigentlich ganz gerne schon möglichst viel Zeit noch in Pitch Black 2 investieren. Das bedeutet, ich denke mal, den Salat habe ich in 10 Minuten geschnibbelt und angemacht. Dann esse ich den in so 10, 15 Minuten. Das heißt, bis um halb, denke ich. Also, wir werden wahrscheinlich wieder in den Zeitplan gehen. Das heißt, wir machen FFAs bis so halb. Nee, beziehungsweise FFAs kommen später. Wir machen gleich die Essenspause und dann gucken wir, wie viele FFAs wir machen, wie viel es sich lohnt und dann die restliche Zeit, die wir noch im Stream haben, werden wir in Pitch Black 2 reingehen. Ich habe geguckt, wir haben noch 3 Stunden 5 Minuten circa. Und dann am Ende können wir, so kurz vorm Ende, können wir auch noch mal 5 bis 10 Minuten labern. Das heißt, wenn wir um so 18.45 Uhr in die Pitch-Minen gehen, dann ist das, glaube ich, eine Sache, die man machen kann. Ist nicht Shelast und nicht in Livi, wer bist du? Wer bist du? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt dann das Essen und dann gucken wir mal, ob wir genug Leute für FFAs sind. Ansonsten müssen wir mal gucken, was wir so auf spontan machen. Ich habe das Gefühl, die Farbkombi kennt man, aber ich... Ich habe keine Ahnung. Aber Sesokids hat dieses Ding doch gar nicht auf seinem Kopf. Da wird jetzt niemand Neues drauf gekommen. Da bin ich doof. Sesokids hat es doch mal doch gar nicht. Zumindest würde ich mich nicht dran erinnern. Das riecht natürlich wieder nach ihm hier. Ist aber natürlich nicht. Das hier. Schade. Ah. Okay, er ist wirklich. Nein! Vertippt. Nein! Boah, wie oft ich mich gerade vertippt habe. Ich muss mich gerade richtig konzentrieren, dass ich die Scheiße wirklich richtig schreibe. Heilige Kacke. Echt wirklich Tipp-Issue. Aber kranker Tipp-Issue. Eieieiei. Als ob ich immer noch nicht dran bin. Ich glaube, ich bin eh dann der Letzte. Weil jetzt sind wir sind fast, wir scribbeln jetzt schon fast eine Stunde 40. Warum? Ach so. Ja. Ja, ergibt schon Sinn. So, ich glaube, mein Kopf schaltet dafür gerade nicht mehr gut genug. Dafür schaltet mein Kopf gerade nicht mehr gut genug. Damit er sowas realisiert, muss ich gestehen. So weit ist er nicht. Weiß man jetzt nicht, ob das ein 10 out of 10 Mann ist. Will jetzt nicht so behaupten. Können wir den 7. noch irgendwie einholen? Boah, nee. Das sind fast 1000 Punkte mehr. Ach, ist das schon wieder der? Nee, ist er nicht.
Who are you? What? Er hier? Aha, boah. Das war jetzt ein bisschen sehr schwierig, da auf den zu kommen. Aber ja, ich sehe das Konzept der Zeichnung. Oh je, Jerry malt wieder. Stark. Guter Start. Ja, böse Augen. Ah. Nee, doch nicht. Oh mein Gott. I mean, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber es ist schon definitiv nicht das Pokémon. Man kann durch die Sachen drauf kommen. Aber das Pokémon ist es nicht. Stark. Immer noch nicht zu Ende. Also jetzt darf es aber wirklich langsam zu Ende sein, muss ich sagen. Jetzt war doch jeder einmal wieder. Aber ich muss mal gucken, ob wir überhaupt irgendwas für ein Salatdressing da haben, merke ich gerade. Ich glaube fast nein. Ja, starkes Bild, gefällt mir. Finde ich gut. So, jetzt habe ich auch definitiv auf der Seite hier genug Speicherplatz. Jawollo. Damit der Rest dann auch reinpasst. Boah. Ich nehme jetzt zum Abschluss dieses Arschloch. Ich weiß gar nicht, ob ich den gut gezeichnet bekomme. Dann hat er hier diese roten... Wie habt ihr das denn jetzt schon erraten, hä? Was ist denn los mit euch? Boah, das sieht so falsch aus. Oh, das sieht ja so kacke aus. Das sieht so scheiße aus. Hier hat er noch so... Sein München. Boah, das ist, glaube ich, jetzt. Das ist die schlimmste Zeichnung gewesen, die wir heute hatten. Aber ich musste ihn nehmen, aber ich wusste nicht, wie ich ihn zeichnen soll, um ehrlich zu sein. Aber ich musste ihn nehmen. Einfach nur aus Prinzip. Aber das war die schlimmste Zeichnung heute. Boah, ich wusste gar nicht, wie ich daran sehen soll. Ach du heilige Scheiße. Ja. Das war ja ganz knibbelig. Ja, stark, das war eine Katastrophe. Gut,